Die 14-jährige Jasmin Amar schreibt leidenschaftlich gerne Geschichten. Kein Wunder also, dass sie im Rahmen des Schulwettbewerbs Trialog der Kulturen eine eigene Story verfasst hat. Herausgekommen ist eine Geschichte über Freundschaft und Toleranz. Ninjas. Die Ninjas sind wieder unterwegs, lachte Susanna und blickte dabei auf die schwarz gekleideten, verschleierten Frauen, die im Supermarkt vor ihr an der Kasse standen. Die dann blickte zu Boden. Sie lachte nicht mit ihrer Freundin. Also in der Geschichte geht es um das Mädchen Didem. Sie kommt aus Marokko und entschließt sich, ein Kopftuch zu tragen, hat aber Angst, es ihrer besten Freundin zu erzählen, der Susanna. Denn die hat einen scherzhaften Ausdruck für verschleierte Frauen gefunden und der lautet Ninjas. Neben der selbstgeschriebenen Geschichte wird von der Max-Planck-Schule Rüsselsheim unter anderem ein Rollenspiel auf die Bühne gebracht. Insgesamt 22 Schulen aus 5 Bundesländern nehmen an dem bundesweiten Schulwettbewerb teil. Aus Hessen sind 7 Schulen mit dabei. Beim Markt der Möglichkeiten im Bad Homburger Landratsamt präsentierten sie am Freitag den Zwischenstand ihrer Projekte. Darunter auch die Paul-Ehrlich-Schule aus Frankfurt. Das zentrale Thema aller Projekte, die interreligiöse Verständigung. Das Motto lautet dieses Jahr: Wurzeln erinnern, Zukunft gestalten, Sprachen, Religionen, Kulturen hier in Deutschland. Wir haben in Deutschland eine unglaublich vielfältige Gesellschaft, die wir viel zu selten wahrnehmen. Und wenn Sie Ihre eigene Identität betrachten, die ist so vielschichtig. Vielleicht leben Sie heute an einem ganz anderen Ort als der, an dem Sie geboren wurden. Vielleicht haben Sie auch zwischendrin noch mal eine andere Schule besucht oder Ihren Beruf woanders verbracht. Deshalb, Ihre Identität ist vielschichtig und die unserer Gesellschaft auch. Und das ist die Aufgabe, die die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr haben, danach zu forschen, wer sie eigentlich sind als Menschen, aber wie wir auch als Gesellschaft leben wollen. Wie immer beim Trialog der Kulturen, das Gewinnen steht nicht im Mittelpunkt, sondern der gemeinsame Austausch. Seit 6 Monaten arbeiten die Schüler nun schon an ihren Projekten. Hier war es auch so, dass erstmal wir Lehrerinnen und Lehrer einiges reingebracht haben und dann aber eben auch gemerkt haben, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Ideen dann kamen. Es ist so ein bisschen so, die Saat ist aufgegangen und die Schülerinnen und Schüler machen das eben auch immer mehr zu ihrem Projekt. Und ich glaube auch wirklich, dass in einer Stadt wie Rüsselsheim und in einer Schule wie der Max-Planck-Schule der Trialogwettbewerb eben nicht aufhört, wenn das Projekt offiziell zu Ende ist, sondern dass sich vieles in der Schulkultur auch langfristig finden wird. Mir hat am meisten Spaß gemacht, etwas über andere Religionen zu erfahren, zum Beispiel über das Judentum. Und das ist halt mein Wissen aufbessert und so verhilft uns auch irgendwie anders über Religion zu denken. Und jetzt habe ich auch viel mehr Grundwissen und jetzt auch nicht nur zum Judentum, auch zum Christentum. Also jetzt weiß ich allgemein auch Sachen mehr darüber. Und das kann ich auch mit Leuten, die halt aus anderen Kulturen sind, mich auch besser verständigen. Ich hatte das ja als eine Unterrichtsreihe im Ethikunterricht und ich muss sagen, also mir hat die ganze Unterrichtsreihe Spaß gemacht, weil man auch dazu sagen muss, dass mein Lehrer das ganz kreativ und vielseitig gestaltet hat. Also jede Stunde gab es was Neues zum Thema Glück und wir haben das in unterschiedlichen Methoden auch umgesetzt. Also das heißt in Gruppenarbeiten, kreative Arbeiten und Präsentation. Also mir hat da einfach die ganze Unterrichtsreihe gefallen. Im Oktober werden sich dann alle zur Verleihung wiedersehen. Die besten Beiträge werden dann mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 60.000 Euro ausgezeichnet. Interessierte Schulen aus Hessen können sich noch bis zum 30. April für die nächste Wettbewerbsrunde 2015 bewerben.